Ja, so, meine lieben Freunde. Wir haben Blackout hier im Campingplatz Baldarin. Gestern am Abend war ein wenig ein Gewitter, nicht wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wie weit der Stromausfall hier auf der Insel Sres ist, aber unser Supermarkt hat natürlich hier Vorsorge getroffen, so wie es früher auch einmal bei uns in Deutschland und Österreich war. Der Supermarkt wird in Kürze öffnen, alles läuft total tiefenentspannt vonstatten. Ich bin da nur gespannt, wie die, ich schätze, einigen tausend Camper hier dann relaxed sind, weil es sind auch sehr viele Stromleitungen unterwegs und werde euch dann, falls es ein wenig ungemütlich wird, dass die ersten Leute zum Jammern beginnen, euch darüber berichten. Ich finde es halt genial, siehe diesen Stromaggregat. Ich schaue jetzt mal rauf, ob ich ein Typenschild noch entdecken darf. KVA, super Sache. Damit kann man schon mal sehr tiefenentspannt einen Supermarkt versorgen. Die guten alten Kanister werden es schon richten. So, der Bankomat, der ist ordentlich finster. Also da ist nichts mit Licht. Aber im Supermarkt brennt das Licht. Ob das dann bei uns im Fall eines Blackouts auch so der Fall wird sein? Ah ja, Generator, it's working fine. Okay. Gracias. You are the only one you have power. Yes. That's why I start to film. It's for this shop. No problem. For us in Austria and Germany, the blackout, we are really afraid. Okay? For you, maybe it's normal, but our people have 100% electricity and they are really afraid in scene of a blackout. So, die Dame natürlich vom Supermarkt war nicht erfreut, dass ich da mit der Kamera reingelatscht bin. Deren Konzern natürlich hat keine Freude mit Videoaufnahmen, ist natürlich absolut legitim, aber nur, dass ihr das gesehen habt, würden wir alle Vorsorgemaßnahmen treffen, würde mal die ersten 48 Stunden im Fall eines Blackouts da nicht wirklich großartig was schieflaufen. Ihr seht es, die Leute gehen rein, das Licht brennt und sonst ist eigentlich überall finster. Und ich finde schon, wenn man Vorsorge trifft, dass man dann bei weitem nicht diesen Stress hat, weil hier quasi hat wieder alles sein normales Tagesgeschäft und so soll es auch sein. Nur wir in Mitteleuropa mit unserer Hightech-Industrienation, die was sich zu 100% von Freileitungsstromnetzen und Höchstspannungsstromnetzen abhängig gemacht hat, werden da ziemlich blöde reinschauen, weil nicht vergessen, das ist jetzt ein kleiner Supermarkt hier am Campingplatz und das ist aber in den Mittelmeerräumen keine Seltenheit, dass die wenigstens Notstromaggregate haben. Aber wenn ihr mal ein wenig bei euch in der Gemeinde oder in eurer Stadt ein wenig um die Ecke schaut, werdet ihr draufkommen, dass Notstromaggregate bei Supermärkten eine absolute Rarität sind. So, ich habe mein Frühstück gekauft, werde es runterfahren zu den Kindern und wir werden hoffen, dass der Regen uns ein wenig verlässt, dass wir weiter hier wieder im Bereich der Do-It-Yourself-Powerstations ein wenig Testing betreiben können und natürlich auch ein wenig urlauben. So, ich werde euch jetzt ein wenig durch den Campingplatz führen. Ich fahre heute mit dem Auto, weil es geregnet hat. Und wie gesagt, wir sind hier am Schranken gestartet. Das heißt, der Übergang von Bekleidungsbereich im FKK-Bereich. Also, wenn hier irgendwo eine verpixelte Person zu finden ist, nicht wundern, das ist hier FKK. Das darf das also sein. Das ist auch gut so. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viele Personen hinterwegen finde, weil sonst muss das Helferlein das alles verpixeln. Das möchten wir auch nicht. Aber die Leute sind alle sehr gut drauf, für das, dass es am Abend ein wenig geregnet hat. Da sieht man mal wieder, die Camper sind ein ganz eigenes Volk. Bin da schwer begeistert. Macht wirklich Spaß, mit Campern zu campieren. Alles freundliche Leute. Natürlich ist es in der Früh. Die ein oder anderen haben jetzt natürlich schon auch eine harte Nacht in ihren Zelten hinter sich gebracht. Nicht wundern. Hier sind normal auf der linken Seite überall Plätze, die was belegt sind.
und die sind natürlich jetzt alle abgehauen. Hier war es ein wenig enger, wobei man muss schon fairerweise sagen, durch diesen vielen Gestrüpp und Steinmauern und mit den ganzen Bäumchen ist dieser Campingplatz, auch wenn er voll ist, nie so randvoll, wie man es vielleicht von den ein oder anderen Campingplätzen gewohnt ist, weil einfach hier die Natur absolut Vorrang hat. Da waren gestern auch noch Leute, die sind alle mitten in der Nacht dann, haben fluchtartig die Flucht ergriffen. Nur dass es ihr so ein wenig seht, da ist so viel Gestrüpp, dass einfach der Mensch und die Natur nicht zu kurz kommen. Als jemand fluchtartig das Gelände verlässt und hier beginnen dann schon die ersten Freileitungskabel-Geschichten. Der war wenigstens so schlau und hat einen Wasserleitungsschlauch drüber gelegt, aber wie gesagt, diese Leitung hier ist jetzt dann doch schon, diese Leitung hier ist dann doch schon eine Woche, was sie liegt, und da vorne geht es schon weiter, wie halb üblich, Querungen, und das sind alles normale Baumarktkabel, PVC-Leitungen, also dass die überhaupt noch einen Strom haben, wundert mich. Da hinten ein Elektro-Tranten. Drüben haben wir jetzt das Meer. Wie gesagt, mit einem Rundgang tue ich mich ein wenig schwer, weil es ein FKK-Bereich ist. Da muss man ganz früh unterwegs sein. Meine Kinder leider stehen schon um 6 Uhr in der Früh auf und gehen aktuell recht spät liegen, weil sie halb im Zuge dieser ganz anderen Umstände sich ein wenig schwer tun, zur Ruhe zu kommen. Es ist natürlich auch bis 10 Uhr abends immer ein wenig ein Wirbel los und dementsprechend sind die Kinder sehr aktiv. Und wie eben erwähnt, im FKK-Bereich ist es sehr schwer, hier schöne Aufnahmen zu machen. Man möchte die Menschen nicht stören und es geht auch um die Privatsphäre. Aber vielleicht passt es einmal, dass dann ein wenig der Regen kommt, dass ich halt leider verregnete Bilder zeige, aber da nicht so viele Leute unterwegs sind. Viele Leute sind im Verhältnis eh nicht unterwegs, aber damit wir halt da keinen Stress haben. So, ich werde jetzt das Essen zustellen und verschüss mich jetzt einmal.